Buddha und Schwert. Die buddhistische Lehre und der Weg des Kriegers. Mein Name ist Tore Schlamius. Ich unterrichte seit mehr als 25 Jahren traditionelle chinesische Kampfkunst und ein Teil dieses Unterrichts besteht darin, dass ich meine Schüler in der buddhistischen Lehre und der Philosophie des Kriegerweges unterweise. Viele Menschen haben eine Vorstellung davon, worum es im Buddhismus geht. Doch was hat es mit dem Weg des Kriegers auf sich? Wir werden in diesem und in weiteren Teilen des Kurses viel über den Weg des Kriegers hören und uns Schritt für Schritt ein immer umfassenderes Bild davon machen. Für den Anfang genügt es, den Weg des Kriegers als Philosophie oder geistigen Weg der traditionellen ostasiatischen Kampfkünste zu verstehen. Das überrascht erst einmal, besonders wenn wir glauben, es bei diesen Kampfkünsten im Grunde genommen mit Sportarten zu tun zu haben. Wir wissen, dass Sportarten wie Tennis, Golf oder Fußball über Regeln und über Prinzipien des sportlichen Fairplay verfügen. Aber so etwas wie eine zugrunde liegende und praktisch geübte Philosophie gibt es hier sicher nicht. Der Punkt ist, dass traditionelle ostasiatische Kampfkünste eben keine Sportarten im engeren Sinne darstellen, sondern vielmehr als Lebenswege verstanden werden sollten, die nicht nur die körperliche Betätigung umfassen, sondern viele unterschiedliche Bereiche des Lebens mit einbeziehen, sei es nun die persönliche Alltagskultur oder noch grundsätzlicher die geistige und psychische Ausrichtung des Kampfkünstlers, sein Weltbild, seine ethischen Überzeugungen. Im Laufe von Jahrhunderten ist man in diesen Bereichen zu einer konsistenten Wirklichkeitsauffassung gelangt, die einerseits von den Erfahrungen der Krieger in der Ausübung ihrer Kampfkünste geprägt wurde, andererseits von kulturbedingten, traditionellen Sichtweisen sowie von verschiedenen philosophischen Strömungen wie dem Daoismus und dem Buddhismus. Der Weg des Kriegers ist philosophisch gesehen das Ergebnis eines Konflikts, der dem Menschen seit Jahrtausenden zu schaffen macht. Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Welt, in der wir nicht leiden, in der auch andere empfindungsfähige Wesen nicht mit physischem und psychischem Schmerz konfrontiert werden. Mit anderen Worten, wir sehen uns nach einer heilen Welt. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Seit den frühesten Anfängen der Menschheit erfahren die Mitglieder unserer Spezies etwas, das auch für alle anderen Lebewesen gilt. Das Leben ist stets verbunden mit Kämpfen, mit Verlusten, mit Schmerzen. Das komplett leidfreie, unbeschwert glückliche Leben ist eine Illusion und Harmonie dauert stets nur einen Augenblick. Sie ist nicht mehr als eine vorübergehende Phase, der früher oder später zwangsläufig erneuter Kampf, erneutes Ringen folgt. Der Weg des Kriegers ist die philosophische Ebene, die dieses Paradox, diesen Konflikt zwischen der ersehnten heilen Welt und der realen konfliktreichen Welt zum Zentrum des geistigen Erlebens macht. Ein Krieger überwindet den Drang, sich in die illusionäre heile Welt zu flüchten. Er nimmt die Welt so an, wie sie ist und strebt danach, den Kampf in und mit der Welt zu einer Methode zu verfeinern, die ihn selbst wachsen lässt und der Welt insgesamt einen positiven Impuls verleiht. Das mag zunächst ein wenig geheimnisvoll klingen, aber im Grunde läuft es auf das Streben nach Balance hinaus. Ein Krieger will sich von den äußeren Kräften nicht überrollen lassen, aber er bemüht sich andererseits auch darum, in der Verteidigung seines persönlichen Platzes in der Welt die Interessen anderer ebenso gelten zu lassen wie seine eigenen. Es geht für den Krieger nicht um einen Krieg gegen das andere, das Fremde, das Nicht-Ich. Es geht um das Finden der Balance zwischen Außen und Innen. Im Streben nach dieser Balance haben die Kampfkünste wertvolle Hilfe durch traditionelle Philosophiesysteme erhalten, beispielsweise durch Konfuzianismus, Daoismus oder Buddhismus. In diesem Kurs werde ich erläutern, wie die buddhistische Lehre mit der Philosophie des Kriegerweges zusammenhängt. Natürlich ist das nur eine von vielen möglichen Sichtweisen. Ich hoffe, durch diese Reihe von Videos die Sichtweise von Kriegerweg und buddhistischer Lehre zu verdeutlichen, die wir in unserer Kung-Fu-Schule pflegen.